Mich hat eine neue Frage hier über YouTube erreicht, nämlich Sabrina, ich möchte super gerne mit meinem YouTube-Kanal für mein Handmade-Business starten und ich weiß nicht, was ich da alles A für Technik brauche und wie ich da genau vorgehe. Und diese Frage möchte ich dir im Schnelldurchlauf hier heute beantworten. Zunächst brauchst du natürlich einen YouTube-Kanal und um einen YouTube-Kanal anzulegen, brauchst du ein Google-Konto und du kannst dich da selber durchwurschteln, wie das geht, was es da für wichtige Einstellungen gibt. Da liegt aber auch die Tücke im Detail. Das heißt, das erkläre ich im Detail in der DIY Handmade Business Mastermind. Das ist ja das große, ja, die Mastermind, die ich mit meiner Kooperationspartnerin und Freundin Miriam Krüger betreibe und da anderen DIY-Selbstständigen weiterhelfe. Und natürlich haben wir da auch einen Schwerpunkt auf YouTube. Das heißt also, du brauchst einen YouTube-Kanal. Und wenn du dir da unsicher bist bei diesen 20.000 Einstellungen, dann komm super gerne in die Mastermind. Da kriegst du das alles per Video von mir erklärt. Ich filme meinen Bildschirm ab und zeige dir genau, was du da alles einstellen musst. So, das nächste ist, du brauchst irgendwie ein Setting. Guck mal hinter mich, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt, damit ich dir das ein bisschen besser zeigen kann. Ich habe mir eine YouTube-Ecke in meinem Arbeitszimmer eingerichtet, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man, bevor man ein neues Video dreht, erstmal alles herrichten muss. Das dauert ewig lange. Klar kann ich hier hinten im Hintergrund einiges verändern, aber die Grundsachen sind da. Und ich habe hier immer hinter der Blume habe ich eine Lampe. Es ist nämlich immer schön, wenn der Hintergrund, in dem du bist, auch selber ein bisschen leuchtet. Dann habe ich hier so eine Lichterkette. Und dann kann ich auch theoretisch die Farben ändern, aber ich lasse das immer so, wie es ist. Und ich habe gerne hier oben auch immer noch ein bisschen Licht. Da hatte ich mal eine Lampe stehen, die ist aber leider kaputt gegangen. Habe ich jetzt heute mal drei Kerzen hingestellt. Da kann ich auch übrigens die Farbe ändern. So hat man erstmal so ein Grundgerüst und dann kann man theoretisch je nach Thema sich den Hintergrund auch noch anders gestalten, wenn ich ein wolliges Video mache, dass ich noch Wolle hinlege oder wenn ich ein Kreativ-Business-Video hier für dich mache, dass ich da irgendwas anderes im Hintergrund halt einfach mache. Genau, also das kann ich dir nur als Tipp geben. Diese Videoecke, wenn du den Platz hast, die sollte immer im Grundsatz so bestehen bleiben. Ich habe davor dann einen Tisch stehen und dann das ganz Wichtigste ist natürlich die Beleuchtung von vorne. Du brauchst natürlich nicht nur Beleuchtung von hinten, sondern auch von vorne. Und da habe ich eine Softbox oder besser gesagt, ich habe zwei Softboxen. In der Theorie ist es besser, wenn das Licht, sage ich mal, von beiden Seiten kommt, dann nochmal von oben. Also eigentlich braucht man drei Lichter. Ich sag mir, ich mache keine Hollywood-Produktion, es soll handmade aussehen und ich möchte auch nicht so viel ausgeben wie für Hollywood-Produktion. Es soll gut anzusehen sein, anzuhören sein und dann reicht mir das. Am wichtigsten ist natürlich mein Inhalt. Aber wir sind jetzt gerade beim Setting. Und dieses Setting, mein Hintergrund, der Tisch und die Softbox vor mir, die steht immer in meinem Arbeitszimmer. Da gehe ich nicht ran, das bleibt immer so. Das heißt, ich muss dann einfach nur hier auf den Tisch mir mein Notebook stellen, muss vielleicht den Hintergrund ein bisschen noch anpassen, noch dekorieren. Dann arbeite ich mir das Video im Kopf aus oder schreibe es auf. Was möchte ich denn eigentlich heute alles so sagen? Und dann geht's los. Es braucht natürlich noch ein bisschen mehr, aber grundsätzlich geht es da jetzt erstmal ums Setting. Das heißt also, richte dir eine Videoecke ein, dekoriere die schön, mach ein bisschen Licht im Hintergrund. Das Licht von vorne ist super wichtig. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum nutzt du denn kein Ringlicht, Sabrina? Ringlichter kann man super gut benutzen. Da kann man teilweise auch sein Handy so in der Mitte reinmachen. Super toll. Geht aber bei mir nicht so gut, weil ich halt Brillenträger bin und alle Brillenträger haben dann so Angel Eyes, so zwei runde Kreise vor ihren Augen und da kann man die Augen gar nicht mehr so gut sehen. Und deswegen habe ich mich halt gegen ein Ringlicht entschieden und für Softboxen. Ich werde alles, was ich nutze, dir hier unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken und dann kannst du ja gucken, was ich mir da so angeschafft habe, was das ungefähr kostet und ob du das auch brauchst oder ob du dir was anderes gönnst. Genau, und jetzt geht's weiter mit, wie nehme ich die Videos denn eigentlich auf? Die nächste Frage ist, wie nehme ich das jetzt alles auf? Du hast einen tollen Hintergrund, du hast schöne Beleuchtung von vorne und hinten und jetzt möchtest du das Video drehen. Dann kannst du natürlich starten mit deinem Smartphone. Die meisten Smartphones haben so super tolle Kameras drin, dass man damit super gut starten kann und genau, dann geht es halt einfach los. Du kannst das in ein, sag ich mal, Smartphone
Halterung einbauen, dass es dann so vor dir steht. Du kannst natürlich auch, ich habe so einen Selfie-Stick, habe ich halt auch, den kann man halt so ausziehen und dann halt hier oben sein Smartphone reinklemmen. Das mache ich immer für Videos, wenn ich zum Beispiel durch den Laden gehe und dann im Laden was filme, dann halte ich das halt weiter weg, weil sonst ist, wenn ich, mein Arm ist nicht lang genug, um ein Smartphone weit genug wegzuhalten. Deswegen ist das quasi ein verlängerter Arm und genau, das ist halt mein Selfie-Stick, den ich nutze. Der ist halt schon ein bisschen älter, da gibt es bestimmt noch ganz andere Sachen. Und der hat hier halt auch einen Fuß. Das heißt, ich kann den auch hinstellen, kann hier oben mein Smartphone einklemmen und kann das Ganze, ich weiß nicht, ob du es siehst, ich kann es halt auch knicken. So kann ich dann zum Beispiel auch von oben meine Hände abfilmen, wenn ich zum Beispiel ein Tutorial mache für meinen wolligen Kanal und irgendwie zeige, wie man irgendwas strickt oder häkelt. Dann kann ich das auch als ja, Halterung für mein Handy benutzen, dass das von oben drauf so meine Hände abfilmt. Genau, ich klappe das jetzt mal zusammen. Ich verlinke das natürlich auch unten, was ich hier nutze. Dann ist ja die nächste Frage. Wie bearbeite ich das Video dann weiter? Und ich habe am Anfang nicht mit dem Handy angefangen, mit Videos zu drehen, sondern ich hatte einen super tollen Laptop. Oder besser gesagt, ich hatte einen Laptop, der war schon ein bisschen älter, aber der hatte eine super tolle Kamera. Und dann habe ich immer über meinen Laptop, also ich habe den Laptop hier hingestellt, habe über meinen Laptop dann diese Videos gedreht. Dann wurde dieser Laptop irgendwann ein bisschen alt und man braucht halt für die Videobearbeitung einfach mehr Arbeitsspeicher und irgendwie einen schnelleren Rechner und so weiter. Und dann habe ich zum Geburtstag von meinem Mann ein Notebook geschenkt bekommen, ein Razer Notebook. Finde ich total super, kann ich super mitarbeiten, hat super viel Arbeitsspeicher und was auch immer alles für Schickimicki. Kann ich dir auch unten verlinken. Das ist eigentlich ein Spiele-Notebook, mit dem man auch super schnell, toll und super mit super Auflösung halt Videospiele online spielen kann. Mache ich zum Beispiel nicht. Aber mein Mann meinte, du drehst ja Videos, es muss toll aussehen und dann ist das bestimmt der beste Laptop für dich. Also ich muss dir sagen, ich kenne mich mit Technik nicht aus und ich hatte auch keine Lust, da irgendwie 1000 Jahre mich irgendwie durchs Internet zu wühlen. Und dann, mein Mann hat das gemacht und hat mir dann halt diesen Laptop hier geschenkt. Was mir an diesem Laptop nicht gefallen hat, war die Kamera. Die hat auch eine integrierte Kamera. Aber wenn ich Videos mit der Kamera drehe, ist das immer so ein Grauschleier. Ich stelle jetzt mal die Kamera um, damit du einfach den Unterschied von der Kamera, die ich jetzt nutze, und meinem Notebook einfach mal siehst. So, ich nehme jetzt mit meiner Kamera auf, die in meinem Notebook verbaut ist. Und ich weiß nicht, ob du es siehst. Es hat alles einen Grauschleier. Ich sehe total kalkig krank aus. Die Farben aus dem Hintergrund kommen nicht so gut raus. Und das hat mich halt immer gestört. Und deswegen habe ich dann, ja, meinen, ja, wie soll ich das sagen, Webseitenspezialisten und auch hier alles für Telekommunikation und so angesprochen, habe gesagt, können Sie mir denn mal bitte irgendeine Kamera empfehlen, die ich nutzen kann, um meine YouTube-Videos zu drehen. Und weil ich gesagt habe, mir gefällt von diesem Razer diese Kamera einfach nicht. Und dann hat der mir eine Kamera empfohlen, die finde ich total super. Und die stelle ich dir gleich mal vor. Und ich stelle jetzt erstmal das Bild wieder um, damit du nicht so leiden musst, dass das alles so grau ist. So, jetzt bin ich wieder live von der Farbe hier. Also ich habe nichts geändert. Ich habe die Beleuchtung im Hintergrund nicht geändert. Ich habe meine Softbox nicht geändert. Ich habe jetzt nur auf die andere Kamera umgestellt. Und du wirst wahrscheinlich den Unterschied sehen. Es ist wie Tag und Nacht. Ich habe jetzt auf einmal Farben. Die Kerzen haben Farben. Ich sehe nicht so grau, krank, schlecht aus. Das heißt also, man sieht sehr natürlich aus. Und genau, diese Kamera. Ich bin so happy, dass ich diese Kamera habe. Das ist eine, ja, wie soll ich das sagen? Kamera, die so recht klein ist, die ich mir oben auf mein Notebook packe und die ist von die heißt InstaLink 360 Grad und die hat so ein paar Gimmicks, wo ich erst dachte, ach, das brauche ich vielleicht gar nicht, aber ganz cool ist. Die hat eine eingebaute KI und ich kann über Handzeichen mit der Kamera sprechen. Also wenn ich das zum Beispiel mache, sage ich meiner Kamera, sie soll mich verfolgen. Macht sie das jetzt? Ja, genau. Also siehst du, dass ich mich bewege und die Kamera mit mir mitgeht? Also wenn ich nach unten gehe, geht sie nach unten. Wenn ich nach oben gehe, gehe ich nach oben. Das heißt, die Kamera verfolgt mich. Das ist natürlich super. Ich stelle sie jetzt mal wieder aus. Das ist natürlich super, wenn ich zum Beispiel durch einen Laden gehe oder wenn ich vorm Regal stehe. Warte mal.
Wenn ich die Kamera, ich würde es mal ein bisschen so, so. Irgendwie wollte ich das gerade neu einstellen, aber du siehst, es geht, ne? Genau, so. So finde ich das besser. Im Bildausschnitt. Genau, so kannst du halt genau sagen, was du aufnehmen möchtest, ohne dass ich jetzt meinen Laptop irgendwie verschieben muss. Das mache ich natürlich vor der Aufnahme normalerweise. Genau, also wenn ich jetzt mich zum Beispiel im Laden bewege, ich stelle meinen Laptop, mein Notebook hin mit der Kamera oben drauf und mache Videos und bewege mich im Laden und gehe halt quasi auch ein bisschen außerhalb des Bildes, dann ist es natürlich super, dass die Kamera mich verfolgt. Und ohne, dass ich jemanden brauche, also ohne einen Kameramann haben zu müssen, der das dann filmt, das macht die Kamera halt automatisch durch die eingebaute KI. Dann kann man noch über Handzeichen das reinzoomen, rauszoomen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt macht. Das ist genau, meine Handzeichen sind wahrscheinlich zu undeutlich. Verfolgt er mich jetzt wieder? Weiß ich nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von einem Whiteboard-Modus. Das habe ich auch schon mal gemacht im Laden. Da kann ich an meinem Regal so Marker ankleben. Und dann weiß die Kamera, diesen Bildausschnitt soll sie aufnehmen. Egal, was ich da vorne mache, die Kamera nimmt immer diesen Bildausschnitt auf. Und natürlich, wenn man ein Whiteboard hat, könnte man das auf dem Whiteboard dann was präsentieren. Und ich habe das vor meinen Wollregalen schon öfter gemacht. Das ist richtig genial. Da kann man nämlich genau die Wolle zeigen, die man zeigen möchte. Und man selber guckt dann, dass man vernünftig im Bild mit drin ist. Also diese drei Sachen habe ich jetzt schon genutzt. Man kann die auch über Kopf drehen, dass man damit auch die Hände abfilmen kann. Aber das mache ich zum Beispiel immer übers Handy. Das finde ich einfacher, bevor ich da irgendwie eine Konstruktion baue, dass das da so klappt. Genau, und ja, das ist halt die Kamera, die ich nutze. Ich nutze jetzt auch das Mikrofon, was in dieser Kamera eingebaut ist. Und ich muss sagen, mir gefällt das super, super gut. Ich mag es nicht so gerne, wenn man hier so ein großes Podcast-Mikrofon oder so hat. Klar gibt es dann so einen Popschutz oder die Sprache könnte noch besser sein. Da überlege ich halt, ob ich da nochmal investiere. Aber im Moment bin ich total mit der Kamera zufrieden, die ein eingebautes Mikro hat. Und das heißt also, die Kamera, mit der ich aufnehme, die nimmt auch meinen Ton auf. Eben, als ich die Kamera umgestellt habe und die Kamera von meinem Notebook genommen habe, hat auch das Notebook mit der integrierten Kamera die Stimme aufgenommen. Genau, das fand ich jetzt auch gut, aber ich finde es jetzt irgendwie, ja, also ich liebe meine Insta-Link 360 Grad. Genau. Wenn du jetzt Videos drehst, wie ich, dass du recht nah am Notebook dran sitzt, die Geräusche alle gut aufgenommen werden, dann brauchst du halt über Mikro eigentlich nicht nachdenken. Ich habe aber hier zum Beispiel auch so ein Ansteckmikrofon. Das habe ich mir mal gekauft von Rode ist das. Also die machen eine super gute Klangqualität und ich habe mir erstmal eins mit Kabel gebunden gekauft. Das nervt natürlich mit Kabel total, wäre natürlich viel cooler mit WLAN, mit Wireless-Anschluss, dass du das nicht immer an dein Handy stecken musst. Und ich muss sagen, ich habe das sehr selten benutzt, weil ich immer denke, also ich habe den Unterschied jetzt nicht so stark gemerkt von dem Ansteckmikro zu dem Mikro, das ich jetzt hier so nutze. Und deswegen habe ich gesagt, bevor ich mich dann verkabel, das irgendwie alles verstecke, dann irgendwo anschließe, da hatte ich immer nicht so viel Lust drauf. Deswegen habe ich das, aber nutze das nicht. Aber wenn du jetzt Videos drehst, wo du weit, weit weg von der Kamera bist und wirklich dann schlecht gehört wirst, dann macht es natürlich total Sinn, dass du ein Mikro hast. Und es gibt natürlich Mikros, die du dir hier, sag ich mal, so anstecken kannst oder die du ins Ohr steckst oder die du halt so wie ich habe da halt so einen Clip dran und dann kann ich mir das an meine Anziehsachen halt einfach stecken. Genau. Also ist es wichtig, Bild und Ton. Und dann ist ja die nächste Frage, ja, ich nehme das jetzt irgendwie auf und wie bearbeite ich das dann? Die nächste Frage ist, wie bearbeite ich das Video jetzt? Also, wenn du das zum Beispiel über dein Smartphone also aufnimmst, dann gibt es ja meistens, sind da auch schon irgendwelche Programme auf dem Handy drauf oder auf dem Smartphone drauf, womit man dann irgendwie Videos bearbeiten kann. Ich habe die Videos dann immer gerne am Notebook und bearbeite die dann weiter. Und dann habe ich immer die erste Frage immer, wie kriege ich mein Video vom Smartphone aufs Notebook? Da ist es, ja. Ich mache das dann immer über einen Umweg mit Google Drive und das nervt mich einfach total. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, die viel einfacher wäre. Aber ja, ich finde es einfach zu kompliziert, das Video dann vom Smartphone irgendwie auf den Rechner zu kriegen, dass ich es am Rechner weiter bearbeiten kann. Und deswegen nehme ich meine Videos super gerne direkt mit dem Notebook auf, so wie ich das erklärt habe. Ich stelle das Notebook vor mich hin, mache oben meine Insta-Link-Kamera drauf und dann fange ich an zu drehen. Und ich brauche natürlich auf dem Computer dann irgendein Programm oder auf dem Notebook, auf dem Laptop irgendein Programm, mit dem ich das machen kann. Und
Auch da gibt es Programme, die super schwierig sind, die total teuer sind und wo man sich erst ein halbes Jahr einarbeiten muss, bis es funktioniert. Und da habe ich gesagt, das soll doch auch mal einfach und nett gehen. Und deswegen nutze ich Canva. Vielleicht kennst du Canva von Bildbearbeitung. Damit habe ich auch so angefangen und damit hat Canva auch angefangen, Bildbearbeitung zu machen. Die haben seit einiger Zeit die Funktion, dass man Videos aufnehmen kann, so wie ich dieses Video hier aufnehme. Ich schneide das, ich mache die Übergänge, ich bearbeite das. Ich kann da Sprechblasenbilder, was auch immer einfügen. Also, für mich und meine Bedürfnisse reicht Canva aus. Natürlich, ich habe noch ein anderes Videoprogramm, das heißt Camtasia. Das kann ganz andere Sachen. Ist natürlich tausendmal schwieriger zu bearbeiten. Und deswegen sage ich, ich möchte in meinem täglichen Doing, wenn ich Videos aufnehme, jetzt nicht die Quadratur des Kreises machen. Ich möchte keine Hollywood-Produktion. Ich möchte einfach nur einfach und schnell Videos drehen. Und deswegen mache ich das direkt in Canva. Und wie das genau funktioniert, auch da gibt es Erklärvideos in der DIY Business Mastermind. Da erkläre ich genau, wie ich das mache, wie ich hier ein Video drehe und wie ich das schneide, wie ich das bearbeite. Das heißt also, wenn du interessiert bist und sagst, oh, ich möchte mir gerne einen YouTube-Kanal aufbauen und das Video hat jetzt dir Lust auf mehr gemacht, dann komm super gerne in die DIY Handmade Business Mastermind. Da gibt es ein extra Modul nur zum Thema Videos drehen. Denn Videos drehen ist jetzt nicht nur das, was ich dir erklärt habe, sondern auch, wie sitze ich davor, was habe ich an, wie spreche ich, wie bereite ich mich vor. Also das Ganze ist quasi in der Mastermind drin. Dann das ist nur ein Teil, das ist quasi nur Videos drehen allgemein. Dann gibt es ein riesengroßes Modul zum Thema YouTube. Da geht es darum, YouTube-Kanal einrichten. Wie lade ich überhaupt ein Video hoch? Was muss ich da alles einstellen? Was muss ich da bedenken? Und so weiter und so fort. Dann auch, wie monetarisiere ich meinen Kanal? Was verändert sich dann, wenn ich meinen Kanal monetarisiert habe? Also wenn du dann groß genug bist, um selber oder Werbeeinnahmen über YouTube zu erzielen. Also das ist alles in der DIY Handmade Business Mastermind drin. Und da wird auch erklärt, wie mache ich das mit Licht und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt Lust auf mehr hast und sagst, boah, ich möchte gerne im Jahr 2024 mir einen YouTube-Kanal anlegen und ich möchte das schnell machen, professionell machen und nicht allzu teuer, also quasi auch vom Equipment nicht allzu teuer, und möchte da wirklich Hilfe haben, dass ich mich da nicht alleine durch den ganzen Dschungel, tingeln muss, dann komm super gerne in die DIY Handmade Business Mastermind. Wir freuen uns total auf dich.